Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Machst du laut? Auf den Marsch. Wir werden jetzt mit dem zweiten Fahrzeug Richtung zweite Wiese fahren, die wir dann gekauft werden gleich. 0 Uhr. Ja, einer ist fertig. Eine Bahnpresse oder eine Düngersteuer. Wer genau weiß ich auch nicht. Der fährt gerade. Der ist noch bei. Der fährt auch. Wir sind da jetzt fertig. Keine Ahnung. Der Düngersteuer ist fertig. Sag ich doch. Lassen wir stehen. Wir müssen ja unserem anderen Fahrzeug zur Wiese bringen. So, was haben wir jetzt? Nachts? 11:30. Gut, voll Licht, eine gute Straße. Haben wir sowieso Nummer 44. Könnte man auch aufrecht machen, aber machen wir selbst. Ich habe mir heute die ganzen aktuellen Versionen untergeladen für Outrive und für Crossplay. Outrive ist die 1070 und Crossplay, ja, überlesen. Die 342. Jetzt fahren wir mal ganz schnell, schnell. Die Nummer 44 fällt. Und sobald wir mit schnellen Vorspulen durch sind, wenn wir mit beiden anfangen, mähen im Verband. Aber das machen wir erst, wenn wir mit den Spuren durch sind. Sonst haben wir eher. Zu viel Heu. Und wo meldet er eigentlich Regen an, aber sehen können wir ihn hier. Ja. Ist auch nicht so tragisch, wenn Regen kommen würde. Obwohl hier schon eigentlich. Hier ist er relativ trocken. Hier hat es ja fast nie geregnet. Oh, da war eben ein schöner Schattensprung hier. So, das ist gleich, ja, 35. Um 11 wollten wir auf 30 gehen. Wir gehen hier wieder in Synchron. Auch nicht schlecht. So. Da sind wir schon auf der nächsten Kreuzung. Also immer ein bisschen zurechtfinden auf der ganzen Straßensystem. Das ist für mich jetzt nachher fast auch neu. Ich hatte mal ganz kurz in LS17 nachgespielt. Vierfach, nur kurz. Ja, dann kam schon bald nachher der 19er. Wo bin ich jetzt genau? Die 44 links von mir. Aber nicht da, wo der Traktor ist. Ich hätte noch Platz weiterfahren müssen. Na, jedenfalls habe ich da kaum die Karte gespielt und von daher kenne ich mir so blind hier noch nicht aus. Ich war da mehr auf der ganz großen unterwegs, auf der 16-fach. Ah, da muss ich ehrlich sein. Da schafft er nicht alles. Ist nicht möglich. Habe ich dann die größten Felder geschafft? Nee. Ich habe im Prinzip noch nicht mehr geschafft, was zu kaufen. Weil mit der Ernte war das ja ein bisschen, ne? ja. Das war tagelang beschäftigt gewesen, nur mit der Ernte. Ein Feld, zwei Tage lang. Der Führungswagen und drei Mähdrescher. Bei 100 damals. Den größten. Der Führungskurs mit Crossplay. Ansonsten haben alleine den Mähdrescher mit den anderen alternativen Helfer
im Kreis gefahren sind. So, angekommen sind wir hier auch. Schon mal vorbereitet. So, jetzt gehen wir auf. Noch nicht. Das macht er schon mal. Fängt er vorne an. Japs. Da müssen wir mal ein bisschen. Jetzt brauchen wir nicht ein jetzt das Heu, das Gras. Mal gucken, wie weit er gekommen ist. Und fahren. Und dann werden wir entsprechend weiterfahren. Oh, jetzt kommen die ersten Wolken. Eine Vorhersage. Aber rein rechnerisch haben wir erstmal 6 Stunden Zeit, um wirklich zu schaffen. Weil das ist beim Wetter, glaube ich, so hier. 6 Stunden ungefähr hält sich so ein Wetter meistens. Ui, ich bin müde. Und jetzt genau 6 Folgen. Oh je. 10 noch, dann mache ich dann mal ganz kurz Pause. Muss ich hier irgendwo aufgehört haben hier. War das so viel? Muss man hier den anderen Kurs zeigen lassen. Muss er hier in der zweiten Reihe hochgehen. Normalerweise. Aber bei Heu anfangen, Junge. Ja. Bei Heu. Sonst haut er ins Lager mit Gras rein oder wäre ein Blödsinn. Heu. Genau. So, den richtigen Kurs finden heißt immer ein Stückchen. Genau. Sich mehrere Kurse kreuzen. Ist es besser, wir machen mal ein Stückchen alleine, bis er hier sich klarkommt. Also jetzt müsste eigentlich hier anfangen. Macht er, das ist gut. Gut, jetzt können wir auf 30 gehen. Noch nicht 60, 30. So. Blocking Gras. Wir können schon mal einen LKW holen, den wir jetzt hier unten haben, beim Sägewerk. Und da nicht. Und die Ballen holen. Da ist Wasser. Was plätschert hier so komisch? Also die Bäume werden noch nicht wachsen, ne? Also. Das dauert noch ein bisschen. Deswegen habe ich es auch gepflanzt, dass man da schon mal für nächstes Jahr entsprechend, wo da wird auch nicht viel passieren. Aber halt dahinter, ne? Hier war doch ein Schild irgendwo. Wollte er nicht was tun hier? War doch nicht irgendwas? Ah, da habe ich schon vergessen. Ah, das ist ja egal. Im Grunde ist das egal, man muss die Karte nehmen, so wie sie ist. Klar, wenn da jetzt was fehlerhaft ist, ist es schön, wenn man das korrigiert. Wenn es möglich ist, man weiß, wie es geht. Ich weiß es nicht. Alles andere geht. Wir müssen jetzt daran denken, dass wir diese Silagebahn nicht in die BGH fahren, sondern
Mal gucken, ob wir noch Geld kriegen. Wir müssen noch kriegen. Auch wenn nicht viel, auch ein bisschen. Das haben wir nur Uhr. Weil BG hat immerhin 30.000 eingebracht. Hat ein bisschen die Unkosten ausgeglichen. Einnahmegebäude. Das sind die Garagen und Solardächer. Das sind ja zwei davon. Hier noch nicht. Nächste. Oh, Entschuldigung. So. Müssen wir mal hier was ändern. Pellets auf oder Palettes. Was das immer heißen soll. AD-Ballen, runde Ballen. Arbeitsmodus. Und deswegen habe ich ja hier helle Ballen genommen. Und keine schwarzen. Ich hatte aber mal schwarze gehabt. Die hast du nicht erkannt. Und wenn da einen vergessen hast, dann ist das ja logisch dann, ne? Ist ja wie unsichtbar im Dunkeln. Bin ja gespannt, ob jetzt der Mais wächst. Hat er nicht genommen, war zu weit weg. Mal halt beim nächsten Mal. Endliches Wochenende. 3 Wochen ist Urlaub, Leute. 3 Wochen noch. Habe ich geschafft für dieses Jahr. Eine Lohnzahlung, das mit, ich weiß auch nicht. Ich glaube, den Grund werde ich nicht finden. Thüringen ist auch Lohnzahlung 0. Aber woran das liegt. Ich weiß es nicht. So. Da haben wir alle Bahnen jetzt. Na das. Ja, mal gucken mal ganz kurz. Ja, da siehst du im Dunkeln ja auch nicht, ne? Nehmen wir an, wir haben, ne? So, deswegen spielt nicht so gerne im Dunkeln. Die fahren wir zu BGH, aber nur zu BGH und nicht in die BGH. Das ist ein großer Unterschied. Ups. Ja, übermüdet, ne? Jetzt haben wir die Scheiße. War die abgekoppelt? Muss ja. Naja, gut. Glück gehabt, in Anführungszeichen. So, dann fahren wir die Ehrenrunde. Und dann fahren wir doch so in den BGH rein. Gleich irgendwo Lücke kommen im Zaun. Nimmt sich Tor. Oder Einfahrt. Ja, und dunkel ist auch nicht so gut. Und wie gesagt, wir sollen nicht reinfahren in den BGH. Im Außerhalb irgendwo. Heißt außerhalb hier am Rand ist ganz gut, glaube ich. So. Ja, das ist okay. Wollt ihr rechts haben, aber sieht man ja im Dunkeln nicht. So, jetzt geht's zur
anderen Wiese. Wo ist Blocking? Gras, 100%. Junge, Metall hell wird hier. Sehe nichts hier. Na, da ist vor, nicht so da. Ein bisschen von innen hoch. Innen ist ein bisschen besser. So, jetzt muss Feld Nummer 24 und 25. Hoffen wir, dass das andere noch fährt. Mit Gras, ja. Hat er wieder Gras hingekriegt, aber das macht nichts. Das ist ja so, wenn er mit Gras anfängt, dann kann ist der Rest auch Gras nehmen, auch roten Heuels. Aber ich soll nicht mal früh warten. Ich will doch gerne düngen können. Düngen, düngen, also in die Wiese. Uhrzeit. Ja. Wir werden auch zur Wiese fahren und eine Schlussfolge. Für die Folge mache ich jedenfalls. Ich möchte ja die Folge nicht zu lang machen und auch nicht zu kurz, aber die goldene Waage ist bei 17, 18 Minuten. Und dann kommen wir auch gut voran, letztendlich. Überlängen ist nicht gut. So, dann haben wir. Ist der dann Weg? Ja, bevor wir hier düngen, wäre ganz gut, wenn wir hier mal einsammeln, ne? Also kommen wir nicht rum. Ist ein langer Hänger, ne? So, wer ist fertig? Warum hält er jetzt an? Tja, so liebe Show, das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Reinschauen. Denn ja, danke nochmal. Man hört uns sicher noch zur nächsten Folge. Tschüss.